Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch. Grüß euch und herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Mein Name ist Marielle Wittwer, ich bin Redaktorin bei Alpha Vision und du heute Aline Baumann vertreten, weil sie einen operativen Eingriff hatte. Und jetzt zu unserem Thema. Manchmal ist das Leben schonungslos hart. Es passieren Sachen, die wir nicht verstehen. Was dann meistens zurückbleibt, ist die Frage, warum. Warum hätte es passieren müssen? Warum lässt Gott es zu? Warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Seit Jahrtausenden ringen wir Menschen mit diesen Fragen und häufig finden wir keine Antwort. Markus Giger ist Pfarrer und Jugendseelsorger in Zürich und ist wegen dem immer wieder mit tragischen Schicksalen konfrontiert. Auch er selber hat eine schwierige Kindheit erlebt. Wenn man einen geliebten Menschen verliert, wenn der Verlust unerwartet ist oder eine Person auf eine schlimme Art und Weise aus dem Leben gerissen wird, dann hinterfragt man einen liebenden Gott besonders. Dieter Förster ist heute 84. Das, was er vor 6 Jahren erlebt hat, nennt er die Tragödie von seinem Leben. Ich habe den liebsten Menschen, den ich habe auf der Welt, den habe ich überfahren und damit ihrem Leben das Ende gesetzt. Das ist das Schwierige, ja. Der liebste Mensch auf der Welt kommt durch mich ums Leben. Ich habe viele andere Menschen beobachtet und habe mir gedacht, denen passiert alles Mögliche. Die haben solche schweren Unfälle oder Tragödien oder so. Und bei mir hat es eigentlich nie so etwas gegeben. Und dann auf einmal ist es dann groß, dann war dick und dreifach. Vor 6 Jahren hat Dieter seine Frau Ruth durch einen tragischen Unfall verloren. 49 Jahre waren die beiden verheiratet. 3 Kinder haben sie großgezogen. Begonnen hat alles mit einer Brieffreundschaft. Ich bin in Berlin aufgewachsen, sie in Zürich. Ich war mit einer Pfadigruppe in der Schweiz. Da hat es einen Abschiedsabend gegeben. Und wo ich in die Pfadihütte kam, wo der Abschied stattfand, da ist sie gestanden und da hat es mir gerade alle Sicherungen rausgehauen. Also da habe ich gedacht, ich bin richtig begeistert hier. Wieder zurück in Berlin schreibt Dieter Ruth eine erste Karte. Eine 4-jährige Brieffreundschaft beginnt. Die Erinnerungen im Kopf, die verblasst ja mit der Zeit, aber das ist etwas, wo immer lebendig blieb. Und sagen, ach, wie gut es ist, wie schön ist das sie und hey, ja, alles toll. Ihre Lebendigkeit, ihre vielen Ideen, ihre Tatkraft. Sie hat mich mal gefragt, warum hast du mich eigentlich geheiratet? Da habe ich gesagt, weil ich gewusst habe, dass mir nie langweilig wird und dass ich so wahr wurde. Der Unfall ereignete sich im Dezember 2015. Dieter und Ruth wohnten damals hier in Zürich. Sie sind zum Nachtessen eingeladen. Dieter holt schon mal den Wagen. Ja, hier bin ich rausgekommen mit dem Auto und habe erwartet, dass meine Frau dort vor den Büschli steht. Und da ist sie aber nicht gestanden. Und ich denke, sie ist noch nicht parat. Sie kommt aus der Haustür. Und die Haustür steht dann. Und habe dann gedacht, ich fahre dann einen leichten Linksbogen vor die Treppe, wo sie dann kommt. Und das habe ich dann gemacht, da so umbenannt. Und da hat es dann auf einmal irgendwie, hat irgendetwas geschliffen, da hat irgendetwas geklemmt. Dann habe ich nochmal Gas gegeben und denke, was ist denn los? Habe ich einen Platten oder was? Und dann bin ich mit dem Auto jetzt eigentlich da vor dem Bordstein gestanden. Und wo ich aufstiege, da sehe ich, dass sie da drunter liegt. Sie ist also bewusstlos. Dann habe ich sie rausgezogen, ja. Rausgezogen und da angekleidet und dann im Krankenwagen geglüht, ja. Und dann kam nachher
eine Unmenge von Fahrzeugen, von Polizei und Feuerwehr und Notarzt und was weiß ich alles. Ja, und warum sie da gelegen ist am Boden, keine Ahnung, das hat man nicht rausgefunden. Ruth liegt 2 Wochen auf der Intensivstation im Koma. Dieter und die 3 Kinder beten und hoffen auf ein Wunder. Heute wohnt Dieter in Bubikon bei seinem Sohn Philipp und dessen Familie. Das hat sie geliebt, oder so. Mein Bruder hat mir angerufen und gesagt, hey, es hat mir einen ganz schweren Unfall gehabt. Es kann sein, dass sie nicht wird überleben die erste Nacht. Ja. Die Zeit war sehr intensiv. Dann plötzlich hat es wieder so ausgesehen, hey, es könnte vielleicht doch noch Hoffnung geben. Und dann ist wieder schlechte Nachrichten gekommen, sie wacht nicht auf. Und das war wirklich so wie eine Achterbahn von den Gefühlen, wo wir durchgeschüttelt worden sind in dieser Zeit. Das Ausmaß von dem Ganzen ist mir erst ziemlich zum Schluss bewusst worden. Also die ganze Zeit habe ich irgendwie gehofft, da passiert noch ein Wunder. Aber dann irgendwann sind die Ärzte gekommen und haben gesagt, wir können sie nicht mehr halten. Und da stand dann, da fällt dann der Vorhang, ja. Ich war nie wütig auf ihn, im Gegenteil. Ich hatte eher Angst, dass ich jetzt nicht nur meine Mami verliere, sondern auch noch meinen Papi. Zwar nicht physisch, aber halt, dass er so mitnimmt, dass er nie wieder wird der Alte sein. 6 Jahre sind seither vergangen. Heute ist Ruths Todestag. Regelmäßig besucht Dieter ihr Grab auf dem Friedhof Sielfeld. Es ist immer noch eine tiefe Trauer da und ein Mangel, ein Loch, emotional und körperlich. Ja, es ist ein Loch da, es fehlt etwas. Ja, die Frage, wo war Gott, wo warst du Gott, die beschäftigt einen schon, das Willi, ja. Weil die Umstände eigentlich so kurz waren, die ganze Gelegenheit war so auf ein paar Minuten konzentriert, dass man es wirklich nicht verstehen. Und zu dem Unfall selber muss ich sagen, ja, warum habe ich nicht besser aufgepasst? Hätte ich das nicht können sehen. Die Polizei sagt, nein, ich hätte es nicht können sehen. Und warum ist sie da gelegen, auf einmal bewusstlos? Und das hat keine Anzeichen dafür gegeben. Ich bin 3 Minuten vorher von ihr weggegangen und das war alles okay. Das ist unverständlich. Ne? Die Polizei findet heraus, dass Dieter seine Frau nicht umgefahren hat. Aus unerklärlichen Gründen lag sie zum Zeitpunkt des Unfalls bereits bewusstlos auf der Straße. Dieter konnte sie nicht gesehen haben und wird von jeder Schuld freigesprochen. Auf die letzte Zeit der Ehe habe ich gedacht, ich hätte ihr viel mehr Lob müssen geben, viel mehr Anerkennung, viel mehr Unterstützung. Das kann man immer nachholen, ja. Die ersten 5 Jahre nach Ruths Tod bleibt Dieter in der gemeinsamen Wohnung. Eine schwierige Zeit. Das Alleinsein fällt ihm schwer. Ich glaube, ich habe als Kind nicht so viel geprägt wie als Mann in der Situation. Und das ist dann in der Nacht, wenn man dann neben sich das Bett ist leer, und dann sucht man eine Hand, die man halten kann, und da ist nichts. Das ist brutal, ja. Eines Nachts träumt Dieter, dass Ruth in einem schwarzen Kleid mit ausgestreckten Armen auf ihn zukommt. Ich habe mich gefreut, dass ich sie sehe, dass ich ihr begegne. Aber dann fiel mir auf, dass ihre Augen wie tot sie sind, also wie abgelöscht, wie gestorben. Und dann habe ich überlegt, was will mir der Traum sagen? Und dann beim Nachsinnen ist mir dann klar geworden, ich hatte starke Todessehnsucht gehabt. Also ich habe in dem Theater habe ich von der am liebsten jetzt auch weg abtreten. Und dann habe ich mir gesagt,
Das ist eigentlich Undankbarkeit gegen Gott über. Das wollte ich nicht, das lege ich ab, fertig, aus. Ich will die Jahre, die Gott mir noch lädt, die wollte ich bewusst und gut leben. Ja. In dieser Zeit findet Dieter nicht nur Halt bei seiner Familie, sondern auch in seiner Kirche ICF Zürich. Thomas Zindel ist ein guter Freund. Er hat damals die Abdankung gehalten. Es sind sehr, sehr viele Leute auf mich zugekommen und haben gefragt, wie geht's dir, können wir dich einladen zu einem Essen und können wir eine Wanderung miteinander machen. Und das ist Wohltuung. Und das ist nicht nur punktuell, sondern die Leute sind immer wieder regelmäßig gekommen. Ich bin wie treit gewesen. Ich glaube, in der Gemeinschaft wird die Situation, wo ich selber Gott nicht mehr sehe oder selber die Frage habe, wo bist du Gott, dient genau Gemeinschaft dazu, dass ich durch meine Freunde einen neuen Zugang bekomme zu Gott. Und ich merke, Gott ist nicht weg gewesen. Gott ist da und er hilft mir jetzt für die nächsten Schritte. Ich mag mich erinnern, Dieter, zwei Wochen vor dem Unfall waren wir bei euch daheim. Und dann unter den Türen, wo ich ihr Ciao gesagt habe, schaut sie mir nach und ruft nach. Gell, du machst meine Beerdigung. Und ich habe also gesagt, ja, los, das wird noch lange nicht der Fall sein. Das ist verrückt, ja. Was war noch die letzte Begegnung mit ihr? Mhm. Das zeigt eigentlich, dass sie vorbereitet war. Mhm. Weißt, in allem ist irgendwo in dem Sinne ist eben gleich ein Faden drin gewesen, in allem, was ja eigentlich unbeantwortet bleibt. Ja. Aber ja, da ist etwas drin, wo über unser Denken rausgeht. Ja, die Frage nach dem Sinn von dem Ganzen, die kriegt man nicht beantwortet. Man begegnet allen möglichen Aussagen, auch aus der Bibel, die dann mitunter hilfreich sind, mitunter aber auch nicht. Der Hiob sagt zum Beispiel, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Vers ist mir dann zu fatalistisch. Der hilft dann nicht. Dann gibt es eine andere Bibelstelle im Neuen Testament. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten geraten. Und der Spruch, der geht fließend über die Lippen, wenn die Sonne scheint. Wenn man im Loch hockt, dann ist er eher mühsam. Es gibt dann andere Verse, eher weltlicher Art. Nicht weinen, dass es vorbei, sondern freuen, dass es gewesen. Und das ist dann eigentlich wie das Motto geworden für mich. Über allem dann doch an die schöne Zeit denke, die ich kam mit der Ruhe zusammen. Ja. Heute ist Dieter wieder eingebunden in einen Familienalltag. Es geht ihm gut. Da hat ja meine Kinder Angst gehabt, dass ich irgendwie kaputt gehe an dem Ereignis. Und ich habe dann eine gewisse Robustheit, also eine, wie sagt man, eben Resilienz, ja, dass mich das nicht gerade keine kaputt mache. Das ist eher das Gegenteil gewesen, also dass durch das mein Glaube gestärkt worden ist. Ja, die Frage, wo ist Gott in dem drin gewesen? Was hätte das für einen Zweck gehabt, oder? Das ist die Warum-Frage. Und die haben wir natürlich auch gehabt. Warum hätte das müssen passieren? Warum hätte das vor allem auf so eine blöde Art und Weise müssen passieren? Also, wo völlig sinnlos scheint. Und letztendlich, ja, haben wir nie eine Antwort natürlich darauf gefunden, aber einfach eine Ruhe und einen Frieden bekommen. Ja, bist du schon gewesen, oder was? Ja, ich bin auch gewesen. Ich hatte vergessen, zu sagen, falls du noch etwas brauchst. Mein Leben ist jetzt also aus heutiger Sicht geprägt von Dankbarkeit für alles, was ich geschenkt überhaupt habe.
okay, dazwischen ist jetzt irgendwie wie ein Bruch, den ich nicht einordnen kann. Aber ich sage, an dem darf der Tag nicht scheitern. Ich habe so viel Gutes erlebt, da würde ich auch das akzeptieren. Ne? Ja. Dankbar sein, auch wenn viele Fragen offen bleiben. Was für eine starke Haltung. Der Markus Giger ist Pfarrer und seit 30 Jahren Jugendseelsorger. Neben vielen Höchst erlebt er immer wieder auch Tiefpunkte. Jugendliche, die trotz aller Begleitung und Hilfe einfach nicht auf die Beine kommen. Auch in seinem eigenen Leben hat der Markus schon früh Erschütterungen erlebt. Eine der Geschichten, die mich immer fasziniert hat, ist der Moment, wo Jesus den Lazarus aus seinem Grab rausruft. Und für mich als 8-jähriger Bub ist klar, dann wird auch er meine Großmutter, die gestorben ist, spätestens bei der Beerdigung wieder aufwecken. Und das sind Momente, die ich nie mehr vergesse. Ich bin als Bub an dem Grab gestanden. Das Grab war offen und die Leute haben sich verabschiedet. Und nach dem Wort vom Pfarrer habe ich einfach so den Moment erwartet, wo jetzt dann das Grosse wieder aufsteht. Und es ist nicht passiert. Das Grosse ist nicht aufgestanden. Und ich weiss noch, an dem Nachmittag, an dem auch kalten November-Nachmittag, ist etwas verbrochen in mir. So von dem kindlichen Vertrauen. Mit den Enttäuschungen geht es weiter. Der Vater von Markus Giger war Alkoholiker. Unser Leben als Familie war eigentlich ständig in einem Ausnahmezustand, weil wir nicht recht wissen, was wieder passiert, wenn er betrunken heimkommt. Ich habe meinen Vater eigentlich möglichst vermieden, weil ich Angst hatte vor diesen Begegnungen. Ich habe aber sehr oft und auch sehr intensiv gebetet. Ich kann mich sehr gut erinnern an die vielen Nächte, wo ich unter der Decke war. Mein Vater draußen. Es hat auch Auseinandersetzungen gegeben. Und ich unter der Bettdecke am Betten und am Flehen mit einer tiefen Überzeugung. Mit dem innersten, wie soll man sagen, auch innersten Verlangen nach einer Veränderung. Mein Vater ist im Jahr vor unserer Hochzeit, ich war 28, ist er gestorben, ohne dass ich irgendeine Art von Wunder erlebt hätte. Es hat Momente gegeben, wenn ich zurückdenke, wo ich mich sehr allein gefühlt habe. Unglaublich allein. Und auch verlassen. Wo ist Gott in dem Moment? Ich habe gar nicht so richtig geplant. Okay. Weil wir unsere Ferien eigentlich müssen. Heute begleitet Markus Giger selbst Jugendliche mit ähnlichen Problemen, wie er sie damals hatte. Er ist Pfarrer geworden und bietet in der Street Church Zürich sowie im Gefängnis Seelsorge an. Meine Erfahrung ist, und das ist jetzt für mich ein wichtiger Punkt in der eigenen Biografie, dass nur der Mensch, der selber einen Schmerz erlebt hat, fähig ist, das Leiden von einem anderen Menschen in einer ähnlichen Situation wirklich nachzuempfinden. Ich wollte nicht verschaffen, weil es gab viele Alkoholiker. Für mich kann das ein Hinweis sein, dass das vielleicht einmal eine Ressource wird, eine Erfahrung. Ich habe durch das Begleiten dieser jungen Menschen gelernt, dass ich ehrlich werden darf. Ich habe gelernt, dass ich nicht Gott verteidigen oder in Schutz nehmen muss. Erklärungen finden, warum das jemand leidet. Wenn so junge Menschen die groben, harten Fragen stellen. Warum habe ich nur Gewalt erlebt in meinem Leben? Warum bin ich so konfrontiert mit Schmerz in meinem Leben? Da ist man schon versucht, um
irgendwie eine Antwort zu finden, die den Schmerz lindert. Aber ich habe dann gelernt, dass es dann wirklich darum geht, auszuhalten, dabei zu bleiben. Markus Gieger hat die Street Church vor 18 Jahren mitbegründet. Jährlich erhalten hier hunderte Jugendliche Beratung, psychologische Betreuung und Hilfestellung bei der Lehrstellensuche. Philipp Nussbaumer leitet das Sozialwerk. Was Street Church wirklich seit Anfang an auszeichnet hat, ist, dass wir die einzelne Person, die uns begegnet, wollen, ins Zentrum stellen und uns voll und ganz für sie investieren und für ihre Herausforderung. Dass Leute, wenn sie zu uns kommen, nicht eine Nummer sind, sondern sie werden wahrgenommen als Mensch, mit dem Vornamen angeredet. Sie sind eine Person, die zu uns kommt und nicht ein weiterer Fall, ein weiterer Klient oder irgendwie ein Bewohner einfach. Eine dieser jungen Menschen ist Vanessa. 2015 hatte sie psychische Probleme und fand hier Hilfe bei der Lehrstellensuche als Köchin. Doch vor kurzem hat sie wegen Corona ihren Job in der Gastronomie wieder verloren. Jetzt darf Vanessa in der Street Church für den Mittagstisch kochen. Ich bin eingeladen worden. Es ist eine mega Chance, die ich von Ihnen bekommen habe. Ich arbeite 80%, aber auf 5 Tage verteilt. Ich plane. Ich plane Menüs. Ich koche die Menüs. Ich nehme Bestellungen auf. Ich hoffe, dass ich hier bleiben darf. Die Gemeinschaft ist hier sehr lebendig. Man kann also wie ich zerstört kommen und man geht als Blume wieder raus. Ja, Hammer! Wunderbar! Da geht das Herz unglaublich! In der Street Church soll eine tragende Gemeinschaft entstehen. Jeden Mittwochabend gibt es einen Gottesdienst. Mittags können sich die Jugendlichen zum gemeinsamen Essen anmelden. Unser Hauptziel ist eigentlich, dass Menschen erleben dürfen, dass sie hier ankommen können. Wir nennen das, dass sie heimkommen dürfen. Das heisst, dass sie Wärme, Gemeinschaft, Begegnung, Beziehung finden und wo Menschen schlussendlich auch als Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützen können und irgendwo vielleicht sogar manchmal auch einen Familienersatz finden können bei uns. Ah, du hast gekocht dann? Ja. Viele junge Leute finden hier Halt und eine neue Perspektive. Doch es gibt auch nicht wenige, denen das nicht gelingt. Es ist eine Erfahrung, die bis heute wehtut, wenn man Menschen begleitet, wenn man gemeinsam eine Hoffnung darf auch entwickeln, eine Perspektive sehen. Dann enttäuscht wird. Ich denke konkret an Roger. Und vielleicht ist das ein Beispiel, das ich doch jetzt nur noch erwähnen muss. Ich möchte gerne das Bild zeigen, vielleicht geht das nicht, aber das ist der Roger. Ich habe ihn über 14 Jahre immer wieder auch in der Seelsorge begleitet. Wir haben hier in diesem Raum so viel miteinander geredet. Er hat auch gebrüllt. Und wir haben zusammen gebetet. Und er hat immer auch für mich gebetet. Das ist eine Erinnerung, die heute noch mich sehr beschäftigt, die auch wehtut. Warum? Weil viele von denen, die das vielleicht jetzt sehen oder hören, haben das auch mitverfolgt. Roger ist vor ein paar Monaten in Morsch von der Polizei, von einem Polizisten erschossen worden. An dem Tag, als er auf den Morsch gegangen ist und kein Mensch weiss, warum er heute ausgestiegen ist, ist er in einer ganz, ganz schlechten Verfassung gewesen. Aber er hat auch in diesem Moment Gott gesucht. Man weiss aus Berichten, die wir haben, von dem Tag, dass er sogar noch im Morsch gebetet hat. Er ist auf die Knie gegangen und hat gebetet. Aus ganz tragischen Umständen ist er an diesem Tag verschossen worden. Gestorben. Ich merke, es bewegt mich nach wie vor sehr, weil die Geschichte hier auf dieser Welt nicht abgeschlossen ist. Weil ich irgendwie nicht einverstanden sein kann mit der Art und Weise, was da passiert ist. Und trotzdem ist es für mich ganz entscheidend. Ich habe die Bilder gesehen von dem Roger, der dort im Morsch auf dem Bahnhof am Boden liegt. Auf eine Art auch gekreuzigt.
Und für mich ist es entscheidend, dass ich weiss, dass der Roger in keinem Moment, in keiner Sekunde von diesen unseligen, langen Minuten allein war. Dass der Roger in dieser Zeit, in diesen Momenten auch umarmt geblieben ist. Und Jesus ist mit ihm gestorben. Und der Roger ist mit Jesus gestorben. Markus erinnert sich an die Einsamkeit und Verlassenheit in seiner eigenen Kindheit, als er sich fragte, wo ist Gott? Ich bin froh, dass ich die Frage durchbuchstabiert habe, durchgelitten habe, immer wieder auch als Kind. Und ich bin aber genauso dankbar, dass ich anfangen zu realisieren, dass genau diese Frage Jesus ja auch gestellt hat. Also in dem Sinn hat Jesus genau die gleiche Verlorenheit, Verlassenheit auch durchgemacht. Er hat auch die Frage gestellt, wo bist du, Gott, warum hast du mich verlassen? Und allein die Tatsache, dass Jesus diese Frage auch gestellt hat, hat mir geholfen, in aller Härte die Frage zu stellen, zu schreien und auszuhalten. Für mich ist das ein Stück weit auch eine Form von Gnade, dass ich nie in dieser Zeit an den Punkt gekommen bin, wo ich definitiv gebrochen habe mit Gott. Und es war immer so, dass ich den Eindruck hatte, dass er mich umarmt, dass der Jesus ganz nah bei mir ist, dass er nicht meine Fragen beantwortet, nicht meine Gebete hört, aber dass er seinen Arm um meine Schulter legt. So ist der Jesus. Einfach da. Markus Giger hat einen Essay geschrieben, Bitter enttäuscht. Darin verarbeitet er seine Erfahrungen. Für mich sind jetzt mal ein Gefühl oder die Empfindungen, die ich im Glauben selber wahrnehme, sehr ambivalent. Es gibt die bittere Enttäuschung, die Gefühle von einem innersten Zerbruch. Und gleichzeitig, weil ich ja eben eigentlich die ganze Geschichte von Jesus auch mit ihm durchgegangen bin, in dem, wie ich glaube, ist auch immer die Hoffnungsperspektive präsent. Die ganz geheimnisvollen Worte, die es im Prophet Jesaja gibt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dass wir ausgerechnet dort, wo Gott verletzt wird, wo Gott verwundet wird, und zwar durch uns Menschen, durch die Begegnung mit uns Menschen, dass dort drin auch die Heilung ist, aber auch eine Kraft, die mich bewegt, und zwar auf andere Menschen zu, die mich motiviert, ganz nahe ins Leiden von anderen Menschen zu gehen, das Leiden auszuhalten, das Leiden zu tragen und letztlich auch daran zu glauben, dass es überwunden werden kann. Das ist das Herz des christlichen Glaubens. Wenn ihr gerne mal die Person von Jesus in einem historischen Zusammenhang sehen wollt, also von den Anfängen von der Zivilisation bis zur Corona-Krise, dann macht doch mit bei unserem heutigen Wettbewerb. Wir verlosen dreimal die Biografie «Jesus, eine Weltgeschichte» vom deutschen Historiker und Journalist Markus Spieker. Wenn ihr eine wettet, dann schreibt uns einfach bis am nächsten Donnerstag mit dem Stichwort «Biografie». Das war es für heute. Schön, seid ihr dabei gewesen. Auf Wiedersehen miteinander. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch